wir fahren erstmal ganz gemütlich los, gucken, was im Kanal so alles auf uns zukommt. Und nachher draußen auf dem Teich, da geben wir natürlich auch ein bisschen Gas. Da haben wir auch schon unseren ersten Brüller, das ist der Stubentiger von unserem King Kong. Da müssen wir ein bisschen Sicherheitsabstand halten, der hat heute Morgen leider die Fütterungszeit verpasst. Schön gemacht. Auf der rechten Seite haben wir unseren 100-jährigen Wasserbüffel Egon. Der hat einen klasse Job bei uns. Der galoppiert gleich ganz wild los, naja, wie das sein Alter so zulässt. Und am Ende betätigt er den Fotoapparat. Also alle mal hübsch nach rechts gucken und lächeln. Könnt auch winken oder dem Nachbarn Hasenohren machen, was euch gerade so einfällt. Jawohl. Hier durchrauscht. Am liebsten macht er natürlich unsere Autos kaputt. Kinder, guckt euch mal diese Fußabdrücke an. Schuhgröße 395 ist das. Könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie groß der ist? Da müssen wir ja nachher auch noch dran vorbeifahren. Würde ich meine Hand jetzt aber nicht für ins Feuer legen. Sancho sei artig. Bleib. Ui, Pancho, Junge.
wird das gleich richtig laut. Wer einen Gehörschutz dabei hat, sollte ihn spätestens jetzt benutzen. Wer keinen hat, nimmt die Finger vom Nachbarn, das geht natürlich genauso gut. Haltet bitte auch alles gut fest, was fliegen könnte. Mützen, Brillen, Toupets, kleine Kinder, ja, manchmal kommen mir sogar die Dritten entgegen, geflogen gehen. So, seid ihr bereit? Ja! Dann der Attacke. Des Schreckens. Na, nicht, dass also schon wieder einer spuckt. Können wir da jetzt durchfahren? Das war manchmal ganz schön windig hier bei uns. Schwer, 2 Millionen Flöhe. Und heute Morgen hat er gestunken wie so ein ganzer Ponyhof, da aber den erstmal in die Dusche gesetzt. Die ganz schön sitzen bleibt, denk dran, dass du keine Badung gehabt hast. Du meine Güte, ist das ein Spiel. Du lachst dich kaputt dabei. Die Augen leuchten vor Freude. Bist du was? Du bist ja böse mit mir. Steck da drin in der Mess. Herrlich. Aber das ist ja. Da oben sitzt doch ein ganz, ganz seltenes Tier. Einzigartig in ganz Europa. Ein mexikanischer, mützetragender Wasserpuppengeier. Zu erkennen an seinem Maskottchen da unten auf dem Pfad. Ja, der sieht ja, auch schon so aus. Wo solche Vögel vorkommen, kommt das auch leider häufiger mal zu plötzlichem Schlachtregen. Ja, oh, ist das nicht romantisch, so ein Wassertunnel und so herrlich erfrischend, klasse. Ich finde das cool. Ja, da liegt er auch leider schon wieder vor uns, unser Heimathafen. So schnell vergehen 2,5 Stunden bei der Aquasafari. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und Abwechslung. Und wenn euch meine Tour gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Anerkennung natürlich auch noch sehr freuen. Ihr tut mir bitte noch den Gefallen und bleibt so lange sitzen, bis ich das Boot vorne und hinten wieder festgemacht habe. Und dann wünsche ich euch natürlich noch ganz, ganz viel Spaß bei uns im Serengeti Park. Kommt nachher wieder heil nach Hause und ich sage erstmal Tschüss, eure Silke. Tschüss. Dankeschön. Sehr schön.